und fange auch gleich die nächste Folge an. Was haben Sie jetzt vor? Kacken gehen. So. Wie bitte? Achso, Kiste. Kann ich dich hochheben? Ja, Kiste ist unbeeindruckt. Macht einfach nur Auge. Revelio. Macht einfach nur Auge. Hier vielleicht? Nö, hätte aber sein können. Noch weiter nach oben. Wie kommt man denn hier noch weiter nach hoch? Da ist auf jeden Fall eine Kiste, die nehmen wir mit. Verschlossen, natürlich! Verkackte Schlösser. Revelio. Da wird mein Loot-Fluss unterbrochen. So ein Scheiß. Ah, hier geht's weiter nach oben. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Mädchen, das von uns Robert wollen trinken, sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Bevor wir da hingehen, gehen wir hier noch ein bisschen rum. Oh, ja. Und dann schlossen sich die Werwölfe den Kobolden beim Aufstieg. Geld, eine Katze. Eine Katze streicheln. Ja. Revelio. Eine Meckerkatze. Hä? Eine Katze. Die muss natürlich auch gestreichelt werden. Ob es einen Erfolg gibt, streichel 100 verschiedene Katzen? Der Katzenstreichler oder sowas. Was stimmt mit denen nicht? Revelio. Gut. Mal gucken. Einhorn, Verdi 2. Nee, Verdi 1. Stimmt ja, fängt ja mit 0 an. 4. Das sind 5. Denn bei der 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das komische Viech. So. 0. Ah, deswegen die 0. 0, 3, 4, 5. Das bedeutet eigentlich das komische Viech. Easy. Der Fuchs hat's raus. Revelio. Und hier gibt's gratis Loot. Blaue Lederhandschuhe. Okay. Und ein Schelm. Was zur Hölle? Okay, alles klar. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Das wurde, glaube ich, schon aktiviert, als ich dran vorbeigelaufen bin. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Hm. Ich wäre gern hier gewesen, als Fülle das Wort. Ach so, Schemel, nicht Schelm. Ja, es wird ja fast identisch geschrieben. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen.
Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Der Lehrer ist mal hypermotiviert. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Nein, bloß nicht. Nicht nach draußen. Bitte nicht. Ach scheiße, jetzt kommen wir wirklich nach draußen. Licht, ich schmelze. Und frische Luft, Kein Elektrosmog. Ich gehe doch draußen ein. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport? Ach, bitte um unser nicht. Können mit Aufrufezaubern zu testen. Stimmt's? Er baut erstmal ein ganzes Haus. Nee, doch nicht. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Kurzum. Verzaubern Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun, stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick ist, die Kugel so weit wie möglich zu ziehen. Aber nicht so weit, dass sie fällt. Verstanden? Akio. Ich könnte noch Stunden über die... Sehr gut. Das passiert den Besten von uns. Genau so. Konzentration. Wunderbar. Stehen bleiben. Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Ja. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Das war so knapp. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Jetzt weiß ich wenigstens Bescheid. Sieh gut zu. Ach, deine Mutter. Hä? Mach doch. Akio. Nein. Sehr gut. Konzentration.
Als ob! Ja. Ach Mist. Kriegen wir hin. Genau so wird das gemacht. Konzentration. Akio. Komm, 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 komm. Noch ein bisschen. Na, na, na. Nein! Genau so. Ach, fuck. Kriegen wir besser hin. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. Ach, fuck mal live. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann wollen wir mal. Ha, Loser! Nein, es geht trotzdem weiter. Oh ja. Ha! Und null Punkte. Nee. Akio. Nach Scheiße. Autsch. Guter Zug. Aber es hat wirklich. Ah, okay. Hätte ich es also wirklich geschafft, diese eine Kugel runterzustoßen, hätte ich gewonnen. Nein, doch. Weil ich gut bin. Sieh gut zu. Als ob. Okay, wie mache ich das? Akio. Gerade Standardunterricht, nicht wahr? Nicht, dass es mich stört. Ja! Sieh! Für den Fuchs! Gut gemacht. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Wieso alle beide? Ich war besser. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem vierten Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ha! Sie ist eine Black Panther! Von Uganda! Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Hat die nicht vorher gesagt, was mit... ach, egal. Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch.
Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Revelio, kannst du Accio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Mann. Professor Ronan? Auf ein Wort, bitte. Ich wollte gerade... Nein, denn halt nicht. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Hier gibt es bestimmt wieder eine Seite hier oben, oder? Nope, aber es macht Ding. Natürlich. Natürlich sind die Dinger immer verschlossen, wo ich gerne rein will. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, Professor. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas farbig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Auf gut Deutsch, irgendwann hat er wieder eine Quest für mich. Revelio. Und Level 4 und mehr Leben gekriegt. Nice. Und jetzt? Hallo, wie läuft es an deinem ersten Tag? Hallo Samantha, schön dich wiederzusehen. Wie war dein erster Tag? Du scheinst im Zauberkunstunterricht gut mitgekommen zu sein. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Aha, Hausaufgaben. Widerlich. Nebenaufgaben sind verfügbar. Ach, scheiße. Nebenquests, wo denn? Ich sehe hier keine. Man kann hier Wegpunkte noch freischalten. Wo sind denn hier bitte schön Aufträge? Aha! Gekreuzte Stäbe. Ach, das sind die Nebenaufgaben, die meinen. Okay. Ja, nee, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier zum Unterricht. Revelio. Moment, wenn wir jetzt dieses Ranziehen haben, können wir da nicht theoretisch diese ganzen fliegenden Blätter jetzt einsammeln? Mal auf Abenteuertour? War hier nicht in der Nähe eins?
Nee, hier nicht. Revelio. Eine Katze. Ja, kann man auch falsch verstehen, wenn man seine Stäbe kreuzt. Dann wäre das Spiel ab 18. Und hi Jens. Lass dir den Sieg über Cello bloß nicht zu Kopf steigen. Er wird sicher irgendwann eine Revanche. Wait a minute. Ach, da. Moment, da flog da gerade was, oder? Nee, es war ein Schatten. Revelio. Moment, hier war doch... Nee, hier war nix. Aha, hier ist was. Und eingetütet. Und hier war Schnellreise. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Revelio. Aber hier fliegt nichts herum, schade. Oh, Moment, hier ist eine Katze. Ganz wichtig. Irgendwann gibt es dafür bestimmt einen Erfolg. Zack. Ich frage mich echt, warum hier ein Schnellreisewegpunkt ist und da hinten. Das ist ja ein Katzensprung, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war Katze, genau. Revelio. Du sagst es. Da kann man sehen, wie faul eigentlich die Magier sind. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Mal wieder verschlossen. Überall verschlossene Türen. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Er heißt einfach Dick. Oh, entschuldigen Sie, Dick. Schön. Ah, da sind Sie. Oh, da ist ein Ingo. Die ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio? Und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen. Nein! Mehr Hausaufgaben! Und ja, da gibt es übelst viele Details. Ich sage nur die ganzen Bilder. Hier, hinten, hier oben. Bewegte Bilder und eine Katze, die sich bewegt. Im Bild. Richtig gut. Und ich weiß nicht, irgendwie ist das Spiel mega zweideutig. Ich weiß auch nicht, warum. Kommt mir irgendwie so vor.
ein komisches kleines Vieh, was Dick heißt, ein Professor, der Fick heißt, also ich weiß ja nicht. Was, mehr Arbeit? Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ja, mit meinem eigenen Stab bin ich immer besser. Was, es gibt wirklich einen Mädchenschlafsaal? Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Ah ja. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Wie unfair ist denn das bitte? Als ob die Mädchen in die jungen Schlafsaal dürfen, aber die Jungen nicht bei den Mädchen. Alles klar. Wie fies ist das? Von mir aus kann's losgehen. Challenge accept. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorf. Wir kommen da rein. Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Wir nehmen ein Weibchen. Ich möchte mit Natti gehen. Ausgezeichnete Wahl. Miss Omnai ist eine der begabtesten Schülerinnen und kennt die Gegend. Sie sorgt dafür, dass Ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Ein Bier. Wie, jeder nimmt die? Na, verständlich. Ich hab doch gesagt, ich hab hier Challenge Accept. Sie verschafft mir den Weg in die Frauenumkleide. Oder, wie heißt das? Schlafsaal der Frauen. Perfekt. Man muss sich nur mit ihr gutstellen und schon kommen wir bei denen rein. Alles safe. Oder etwa nicht. Der Fuchs hat Aufgaben. Apropos Aufgaben, was bist du? Eine Truhe. Ich habe einen Powertrank gefunden. Hat Ding gemacht, irgendwo da hinten. Aha! Noch mehr XP. Da können wir nicht rein. Da ist irgendwo eine Truhe. Ich wette, da müssen wir erst hier rein, damit wir da hinkommen. Revelio. Da ist nochmal eine Katze, die kennen wir noch nicht. Erstmal streicheln. Es gibt bestimmt so einen Erfolgs Pussycat Petter oder sowas.
So der Katzenstreichler. So, Herausforderung. Was? Nee, da wollte ich nicht in Aufträge. Da. Repario kriegen wir hier, okay. Ja, nehmen wir. Ich wette, Kogawa ist richtig sauer. Revelio. Na, hier waren wir ja schon überall. Ah, da sind sie. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Herausforderungsbelohnung? Wo denn das? Ein Moment! Halt, stopp! Herausforderungsbelohnung, Sammlung, oder? Nee. Da, Herausforderung. Legendäre Handschuhe, alles klar, genommen. Noch mehr Handschuhe. Dann schauen wir mal, ob wir so alles haben. Definitiv besser. Nehmen wir. Müssen es dann nur noch abändern. Bin cool. Die hatten wir davor. Na, ich finde das schon. Hat was Drachiges an sich. Bisschen Schuppen. So, Gesicht haben wir kein neues. Klingt komisch, ist aber so. Ja, das war's. Okay. So sieht's aus, damit das Spiel nicht in 3 Stunden fertig ist. Deswegen muss man erst Aufgaben erledigen. So sieht es aus. Warte. Beziehungen. Aha. Also kann man doch bei Mädchen Schlafsaal rein. Alles klar. Dann machen wir erstmal das da. Sammel fliegende Blätter. Gucken wir mal, wo wir dafür hin müssen. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Blatt, wo bist du? Akio, geschafft. Habt ihr das gesehen?
Einfach weggesnipert habe ich das Ding. Perfekt, habe ich fertig? Nee, das war falsch. Ich wollte R drücken. Ich weiß ja nicht, also... Ich glaube, das ist nicht gut für den Rücken, oder? Oh. Ich hab den Rücken wieder eingerenkt. Akio. Nö. Levioso. Das war richtig. Revelio. Gut zu wissen. Und als nächstes müssen wir nach da oben. Kommen wir da? Da kommen wir nicht hin. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Akio. Ha. Großartig. Weggesnipert. Revelio. Hat nochmal Ding gemacht. Ach, das sind bestimmt die Dinger hier, wo ich nie rein kann. Verkacktes Schloss. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben... Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Mit Elan, habt ihr es gehört? Denken Sie daran. Mit Elan. Ist ein Fokus für Ihre Magie. Komm. Neue Zauber freigeschaltet. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Hm. Revelio. Repar. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Ha. Ja. Revelio. Okay. Und jetzt? Geht's nach draußen, würde ich sagen. Alte Magiewurf. Guck mal hier, die kriegen wir alte Magie. Ja, nehmen wir. Oder gibt's noch andere Aufträge? Theoretisch hätten wir noch gekreuzte Stäbe. Machen wir später. Besuchen wir erstmal die Stadt. Bisschen Progress hier. Revelio. Natürlich komme ich hier nicht rein. Aber hier geht's raus. Nee, wir sind wieder drin. Was man alles betatschen kann hier, ist der Wahnsinn. Oh, was ist das? Ach, das ist draußen. Gucken wir noch ein bisschen rum. Aha, wusste ich es doch. Ah, nee, da kommen wir nicht rein. Oder? Können wir das Bild betatschen? Lumos. Levioso. Accio. Reparo. Ja, denn halt nicht. Revelio. Da ist eine Kiste. Ich will da rein.
Wie viele Kisten hier sind? Und ich krieg keine einzige. Oh, wo sind wir hier? An einen Ort, wo ich eigentlich nicht hin sollte, oder? Wir sind einfach im Musikraum. Rebellion. Oh, da ist die Kiste. Nutzen. Was bist du denn? Musikfrösche? Genau. Erstmal Finger reinstecken. Revelio. Ach komm! Schon wieder so eine Augenkiste. Da macht die Kiste einfach Auge. Ich fass es nicht. Revelio. Aber die Kiste kann ich wenigstens looten. Verdammte Augenkisten. Hä, wo sind wir hier? Revelio. Hab mich schon wieder verlaufen. Ach nee, hier ist der Ausgang. Ha, perfekt. Und ich dachte, ich hätte... Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Okay. Geld. Und ich dachte, wir hätten uns verlaufen. Natürlich können wir hier schon wieder nicht rein. Mann! Revelio. Nehme ich... Die Glocken der drei Schwestern. Also, ich lasse es mal kommentarlos so stehen. Ah, schön. Bestimmt Drillinge. Die Glocken der Drillinge. Ah, das Spiel ist schon lustig. Holzkatze. Ein Holz-Olaf. Na, gehen wir erstmal hier lang. Na, ich bin da durch. Ich bin da durch. Was haben Sie jetzt? Revelio. Ja, gut. Hallo, suchst du nach mir? Nee, ich suche das hier. Geplättete Rüstung. Das ist interessant, ja. Natty, hoffentlich wartest du noch nicht lange. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. Ich freue mich schon darauf. Gut. Sollen wir dann? Ich habe vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Oh. Und wie? Jens, du bist am Überlegen, dir das Spiel auch zu holen, oder? Aber bis jetzt macht's Bock. Und es ist mega zweideutig. Ich mag es. Oder ich denke einfach zu zweideutig. Das könnte vielleicht auch sein. Aber ich meine, come on. Die Glocken der drei Schwestern? Also, was kann man dazu sagen? Da sagst du nix. Einfach hinnehmen. Ich bin
bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Machen wir erstmal die Quest und dann können wir nach weiteren Dingen Ausschau halten. Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn wir uns zu weit davon zu entfernen, dann kommt wieder so eine Meldung. Revelio. Ich kenne auch das Spiel. Oh, Schnellreisepunkt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, nach Alterun an der frischen Luft zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen, das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Scheiße, ist die Welt groß. Das ist eine Eule. Kann ich sie ranholen? Levioso. Akio. Komm her, Eule. Komm her! Ach. Die hat bestimmt Post für mich. Die berühmten Posteulen. Zu dieser Zeit ist Hogsmeade wunderschön. Alle werden dir raten, an Weihnachten zu gehen. Aber das ist eine der wenigen Zeiten, an denen ich lieber drin bin. Die Kälte ist nichts für dich, was? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Kein Problem, der Fuchs ist warm. Ich kann dich warm halten. Und da ist Loot. Moment, oh, halt, warte, stopp. Da drüben. Ich sehe oft Florfliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihnen? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Nice. Und was seid ihr? Jetzt wissen wir, warum sie Trompetenblumen heißen. Also auch in Real Life. Ja gut. Die berühmten Trompetenpflanzen, Blumen. Moment, was ist das? Halt, stopp, ich muss mal kurz gucken. Revelio. Kann ich das looten? Was bist du? Nein, ich wusste es. Ach, verdammt. Ja, nicht mit der Ruhe gucken kann man hier. Mann. Das Spiel gibt dann immer Nackenschellen, wenn man versucht, ein bisschen näher rumzugucken. Mann. Greife schon gesehen? Auf jeden Fall. Was für Greifen? Vermutlich haben sie schon Namen. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuhr. Da habe ich doch was unten entdeckt. Nee, die geht weiter. Bleib schön da. Ich muss hier noch looten. Was bist du? Blutegel. Was? Saft? Okay. Nice. Mondstein, Flieg und Sieg. Nice. Revelio. Kann ich auch diese... Nee, kann ich nicht. Ja, ha. Als ob. Die rennen noch nicht weiter. Warte, warte. Ich bin noch nicht... Ich muss ganz schnell. Jetzt aber. Schnell. Ah. Mann. Irgendwas macht Geräusche. Revelio. Eichhörnchen. Hier geblieben! Nee, nicht reparieren. Ich wollte es einfangen. Wo ist das Eichhörnchen hin? Wo ist das Eichhörnchen? Ach, komm! Ja, gut. Revelio. Boah, ich hasse das Spiel jetzt schon. Ich will doch nur mal gucken! Dort links ist der verbotene Wald. Der ist für Schüler verboten. Wie der Name schon sagt. Kein Problem. Warum ist der verboten? Die Professoren sagen, gefährlich.
Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Ah, hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Da gehen wir später rein, wenn ich darf. Revelio. Hier noch irgendwas zum Sammeln? Dass sie wieder wegrennt und wir hinterherrennen müssen. Da ist irgendwas drin. Moment. Akio. Komm her, Fischi. Ah, ja, ich gehe ja schon. Revelio. Pilze, die nehme ich mit. Also wenn es Magic Mushroom. Ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das hat sie gesagt? Sie weiß mehr über mich, als ich dachte. Natürlich lerne ich eine Menge im Unterricht. Akio! Auch außerhalb der Schlossmauern viel zu entdecken. Achso, ich muss auch wieder loslassen. Revelio. Kann ich nicht sagen, Akio. Hier? Komm mal ran. Auf 2 Meter? Nee. Wenn ich das mache? Nee. Dann muss ich wohl per Hand. Dasselbe. Revelio. Da ist noch eine Kiste. Als ob du dich da nicht ranhängen kannst. Hä? Akio. Ja, dann gehen wir so durch. So, Umhang gefunden, nice. Loot gefunden, Geld. Revelio. Da sind noch mehr Pflanzen, hier ist noch mal ein Pilz. Da ist noch mal ein Sack. Der Weg in die Stadt ist schon ein bisschen lang. Revelio. Aber verständlich, ist ja riesiges Gebiet. Kann man ordentlich erkunden. Hast du dich schon eingewöhnt? Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so neu und fremd. Ich gewöhne mich langsam ein. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat, aber hier Revelio. Ist es auch schön. Und das Land zu erkunden hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Ja, hier kann man looten, hier gefällt's mir. Wenn man mich looten lässt. Akio, Revelio. War doch da, war noch ein Pilz.
Miezekatz! Die Jungs nerven. Die Geräusche aus ihrem Schlafsaal klingen, als würden wir neben einem Raunen schlafen. Tja, was Jungs so halt nachts im Schlafraum so tun, ne? Revelio. Meine Mutter freut sich so darauf, dass... Was bist du denn? Knuddel? Ein weibliches Knuddel? Wuff? Muff? Kann ich dich ranholen? Moment. Akio! Komm mal ran hier. Was bist du? Kann ich dich streicheln? Nö. Revelio. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas Hausmeister? Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Doch. Sie sollten umkehren, Miss Onei. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich. Haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Revelio. Was hat er denn gegen Demis? Ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Revelio. Mondstein. Wofür ich das auch immer brauche. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen, nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstour gehen. Bei all den Gerüchten über Kobolde und so wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Ja, ich würde gerne, aber du lässt mich ja nicht. Revelio. Ich würde ja gerne mehr looten und erkunden, aber ich kriege immer Nackenschellen von dir, wenn ich mich zu weit von dir entferne. Reparo. Nee, ich wollte 4. Accio. Hier, zack. Level 6. Revelio. Ach du Scheiße. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Ja, hier bei der Kiste. Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Sieh auf jeden Fall eine... Akio. Komm her hier. Sieh auf jeden Fall ganz viel Loot. Revelio. Pass auf, gleich kriege ich wieder einen Nackenschellen. Ja, ich wusste es. Aber die Kiste hole ich mir noch. Ah, ich komm ja schon. Hoffentlich sind wir hier bald fertig. Dann kann ich ordentlich erkunden gehen. Da bloß, das sind alles Schlösser, die ich gerade sehe. Ich krieg einen Anfall. Muss Schlossknacken skillen. Apropos skillen, halt, stopp. Gibt es sowas? Wir kriegen doch die ganze Zeit Level ab. Kann man da was machen? Talente. Fahre zum Freischalten mit der Hauptgeschichte fort. Ja, jetzt wissen wir Bescheid. Wir müssen erstmal noch das Tutorial fertig machen. Wir sind noch nicht fertig. Revelio. Oh. Nein, da war noch was Fliegendes. Du brauchst Folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich, du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst.
solltest alles einsammeln können, was du brauchst, und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Dorfplatz, wenn du fertig bist. Alles klar. Kannst du das schon mal... Wir sehen uns später. Die freut sich schon auf meinen Zauberstab, hat sie gesagt. Da kann ich sie doch nicht enttäuschen. So. Da sind Sachen. Steht auch genau, wo überall ich hin muss? Können wir erstmal hier einen Wegpunkt festlegen. Ah, guck mal hier, da steht sogar. Ha, da müssen wir sogar hin. Alles klar. Revelio. Dann können wir ja die Stadt erkunden. Das ist... Achso, es war nur eine Eule. Können wir hier rein? Moment, was ist das? Da ist eine Seite. Wo ist die Seite? Seite? Akio. Nein, wollte er. Revelio. Da ist die Seite. Akio. Zack, meins. Ist einfach ein Mülleimer, okay. Revelio. Da ist die Kiste. Bessere Handschuhe? Ja, I like. Ein Bett? Ja. Jetzt mal... Revelio. Schlafen geht nicht, aber was ist das? Ist es ein Trank, den wir mitnehmen können? Nee. Accio. Revelio. Da ist eine Kiste. Natürlich. Ah Gott, geh weg. Bei Merlins prächtigem Bart. Revelio. Da, Truhe. Ah, nur Geld. Kann das nutzen? Oh. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Hätte nicht gedacht, dass es hier schon die Quest wäre. Ah, guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab. Ja, höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer fünften Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Einen schönen dicken, bitte. Nein, du nicht. Ja. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Nur? Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Der ist ja ziemlich mickrig. Na los, schwenken Sie. Flop. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Kriegst den kleinen krummen nix da. der passt nicht zu mir. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Gib mir einen dickeren. Mit dickeren kann ich umgehen. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Ach, guck mal hier, schon ein bisschen größer. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie diesen aus. Guck mal, der sieht doch schon mal ein bisschen dicker aus. Okay, das passt auch nicht. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Ach, Mist. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte.
sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Ah, da bist du. Ja, du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Was ist denn das für ein komisches Ding? Nee. Den machen wir. Also wir können nur das da machen. Okay. Das wird interessant. Nein. Wirklich interessant. Nein. Das sieht aus wie Bambus. Faszinierend. Der liegt bestimmt gut in der Hand. Vielleicht, ja, das sieht gut aus. Der liegt gut in der Hand. Was bist du? Ah, guck mal hier. Wirklich interessant. Silberrinde, Esche, Hartholz. Man merkt ja keinen Unterschied. Faszinierend. Eine Stechpalme. Wirklich interessant. Einfach nur Busch. Ne, Buche. Faszinierend. Apfel. Erle. Akazie. Wir nehmen Kirsche. Wirklich interessant. 9,5 Zoll. Zoll ist doch die Länge, oder? Kann man die später auch ändern? Faszinierend. Peitschend. Mal gucken. Sehr biegsam. Wirklich interessant. Überraschend geschmeidig. Faszinierend. Hart. Oh ja. Solide. Wirklich steif. Interessant. Starr. Faszinierend. Nehmen wir hart oder steif? Ich denke, hart ist gut. Sieht gut aus. Mhm. Haar eines Einhorns. Ja, ich würde sagen, mächtige Magie, oder? Schön Bäm und so. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig. Und lernt schnell. Ja, passt. Dann haben wir es. Aber schade, dass man nicht sehen kann, wie das jetzt aussieht. Weil Holzart, eigentlich müsste jetzt das hier sich verändern, oder? Wirklich interessant. Mal gucken, ob es noch was gibt. Also Kirsche ist schon mal nicht schlecht. Oder gibt es irgendein richtig... eine Roteiche? Faszinierend.
Weinrebe. Wirklich interessant. Nee, wir nehmen Apfel. Oder wir nehmen Kirsch. Dann nehmen wir das. Er soll richtig hart sein und Abfahrt. Was meinen Sie? Jetzt habe ich einen kleinen dicken Stab. Das passt. Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Ja, was will ich denn mit so einem 2-Meter-Zauberstab, der leicht abbrechen kann? Ja, so ein kleiner handlicher, der schön, hart und stabil ist, besser. Der nicht so schnell abknicken kann. Revelio. Je länger der ist, desto höher ist die Chance, dass er umknickt. Dann habe ich so einen Knickstab, das wäre ja auch scheiße. Mein ja nur. Da oben ist noch was. Aha. Da habe ich auf jeden Fall was gesehen. Oh, wir sind in 3 Besen drin. Hier ist ordentlich Loot. Das sind aber mehr als 3 Besen. Ich meine ja nur. Kiste, noch mehr Geld. Boah, da oben ist eine richtig dicke Kiste. Wie kommt man da denn hin? Ach, der ist draußen. Ach, da geht's weiter hoch. Nein. Warte, das da. Natürlich! Natürlich! Ach, verkackte Schlösser. Überall sind Schlösser. Ich glaube, erst wenn wir Schlossknacken gelernt haben, gehen wir erst auf Loot-Tour. Weil das frustriert mich nur. Wenn ich will, aber nicht kann. Das kann doch nicht so wahr sein. Da ist was Dickes, wo der Fuchs rein will und dann geht's nicht, weil es verschlossen ist. Revelio. Ist doch scheiße. Da hinten wollten wir erstmal hin. Aha, ich hab doch da was gesehen. Nehme ich mit. Hier sind wir richtig, oder? Tag! Neugieriger Geist. Revelio. Erstmal looten. Oh! Ja, perfekt. Dann gehen wir da gleich hoch. Ah, nee, erstmal gehen wir nach da hinten.
Wehe, du triggerst. Wehe, du triggerst. Sehr gut. Revelio. Lass mich erstmal hier deine Bude ausräumen. Ha! Ah, nein! Mach doch nicht Auge. Ah, verdammte Augenkiste. Wann kann ich die denn looten? Was bist du? Levioso. Nee. Reparo. Nee. Accio. Nee. Du siehst aus, als wärst Revelio. Du was Besonderes. Aber scheint doch nicht so zu sein. Okay, dann geht's ab nach oben. Weiter looten. Ah, nehmen wir mit. Verzauberte Treppe. Sind schon fast Max Level und wir sind noch nicht mal richtig mit dem Tutorial durch. Läuft. Moment. Ach hier. Komm mal her hier. Revelio. Ja, dann sind wir hier fertig. Dann können wir mal mit Mr. Brown reden. Was war das? Akio. Es ist in der Bibliothek, wo man sich Bücher ausleihen kann. Ah! Alles klar. Und das ist höchst interessant. Hinter der Wand sind Bücher. So, reden wir mal mit denen. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Das klingt richtig. Gut, es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Selbst anbauen, das kann der Fuchs. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Oh, für null. Ja, nehme ich. Nehme ich. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Für 1200. Alles klar. Spielzeugkiste für Schneiderstation. Scheiße, brauchen wir viel Geld. Wir können Sachen verkaufen. Weg damit. Sollte man die verkaufen oder könnte man die salvagen? Wir verkaufen erstmal. Das Ding ist besser. Das Ding ist besser, das heben wir auf. Okay. Müssen wir auch gleich transmoggen. Da haben wir nichts Neues. Neuen Hut haben wir. Können wir ja eh sagen, hier, nö, passt. Neuen Schal haben wir. Der muss aber weg. Komisch aus.
Würde das passen? Ich weiß nicht. Erstmal ohne. Gibt es nochmal einen Umhang? Das sieht komisch aus. Das muss geändert werden. So. Zack. Das Lord. Und noch ein Pullover. Nee. Wir bleiben dabei. Sieht edel aus. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Schauen wir uns mal an, was wir haben. So, Sachen verkaufen. Ja, nicht sehr viel. Brauchen ordentlich Geld, damit wir hier interessante Dinge kaufen können. Okay, demnächst. Wir brauchen mehr Geld.